Sie drei werden gleich bei uns eintreffen, aber zuvor sorgen wir jetzt für eine Überraschung. An einer Tankstelle in der Nähe von Chemnitz wartet jetzt bereits ein Kamerateam von uns mit unserem Überraschungsreporter Roman Knoblauch. Er wird nun gleich eine Sängerin zu uns einladen in die Show, die bisher überhaupt noch nicht weiß, dass sie heute Abend hier auftreten wird. Roman Knoblauch wird sie überraschen. Diese Sängerin ist nun mit ihrem Manager im Auto unterwegs. Der Manager ist eingeweiht, der weiß über alles Bescheid und wird nun rein zufällig an der Tankstelle stehen bleiben, wo Roman bereits wartet. Und jetzt schaue ich mal, Roman, läuft bei euch alles nach Plan? Ja, Florian, ich hoffe, es ist bitterkalt hier draußen. Es ist Nacht in Chemnitz, über Chemnitz. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt das schwarze Auto mit dem Kennzeichen München hier gleich an uns vorbeigefahren wird. Es gab ja so ein kleines Papier, du hast es ja gerade gesagt, der Manager wurde eingewiesen. Ja? Es ist relativ einfach, man fährt auf diesen Parkplatz drauf, nimmt dann die erste Rechtskurve, die zweite Abfahrt nach links, dann 100 Meter geradeaus, dann wieder rechts und dann müsste er rein theoretisch hier vorbeikommen. Wir schauen mal. Das ist gut. Also wir warten. So, Münster Kennzeichen. Es ist alles ein bisschen schwierig. Jetzt. Das schaut gut aus. Münster Kennzeichen IN. Das schaut gut aus. Oh je. Schauen Sie in das Gesicht von der jungen Frau. 170 Kilometer in 5 Stunden. Der Manager hat's gewusst, aber Helene Fischer nicht. Und jetzt, denke ich, wird es in der Chemnitzer Stadthalle einen großen Applaus geben. Jetzt ist auch noch verriegelt, die Kindersicherung. Helene. Uwe Kantak, der Mann, der seit 5 Stunden bei jeder Raststätte angehalten hat, weil er angeblich Durchfall hat, hat es wirklich geschafft, hier innerhalb von 5 Stunden 170 Kilometer hinauszuzögern. Er hat uns vor 1,5 Stunden eine SMS geschickt. Ich möchte sie ganz schnell vorlesen. Ich schleiche wie ein Sonntagsfahrer und Helene wird bald wahnsinnig. Noch 73 Kilometer, halte durch. Helene, komm raus. Oh ja. So, jetzt schauen wir mal. Was ist denn hier los? Oh Gott, das wäre... Also Helene, pass auf, wir wollen es ganz kurz aufklären. Ich habe bei einem Preisausschreiben von Florian Silbereisen mitgemacht. Der Hauptpreis war, gewinne ein nächtliches Kaffeetrinken an einer Raststätte auf der A4 mit dem Star deiner Wahl. Ich habe spontan gesagt, ich möchte Helene Fischer haben. Ah, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist unser Ernst. Wir gehen jetzt einen schönen Kaffee trinken und dann geht's weiter nach Mannheim, sind noch 450 Kilometer. Bei dem Fahrer ist sie wahrscheinlich nächste Woche Samstag dann auch zu Hause. Ist das ein Angebot? Ich bin jetzt total sprachlos, weil ich jetzt, also ich bin total überfordert mit der Situation, weil er mir ja vorgespielt hat, ihm ist super schlecht, ich mache mir Sorgen und jetzt stehe ich hier, ein Team voller, also was, ich verstehe jetzt gerade die Welt echt nicht mehr. Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, ich lade dich ein, ja? Ich habe auch recht, ich würde jetzt am liebsten einen Schnaps trinken, du. Dass du mich so veräppelt hast. Doch, das kann so sein. Pass auf, Helene, wir machen es, damit es mal ein bisschen einfacher machen, weil es doch ziemlich kalt geworden ist. Ich lade dich jetzt ein und erweitere die Kaffeetafel ein klein wenig, sagen wir mal so, um 2000 Leute in der Chemnitzer Stadthalle. Hä? Machen wir das, sag einfach spontan ja. Ja. Ja, okay. Und damit wir jetzt für die restlichen 10 Kilometer nicht nochmal 2 Stunden brauchen, wechseln wir den Fahrer. Okay. Sag einfach ja. Ich sag jetzt ja. Und du freust dich. Natürlich. Okay, dann nehmen wir Helene Fischer jetzt mit. Uwe, vielen herzlichen Dank. Übrigens, getrocknete Blaubeeren helfen gegen Durchfall. Kann ich wirklich nur empfehlen. Oder Salzbrezel. Dankeschön. Helene, brauchst du noch irgendwas für unsere kleine Kaffeefahrt jetzt? Die Tasche, das Wasser? Ja. Fährst hinterher. Guck, wir haben extra auch noch ein großes schwarzes Limousinchen für dich bereitstehen. Kommst du mit? Du fährst mit mir mit. Na, Menschenskinder. Und was du jetzt nicht hören kannst, ist ein tostender Applaus von 2.500, 3.000 begeisterten Fans in der Chemnitzer Stadthalle. Und da kommt das Auto. Ist uns die Überraschung gelungen? Ja, also ich weiß überhaupt nicht, was los ist hier. Also ich bin total natürlich. Wie gesagt, es gibt einen Kaffee für dich. Ja, okay, ich bin jetzt sehr gespannt, was mich erwartet. Also ihr seid ja echt verrückt. Roman, ich richte dir liebe Grüße aus, aber verrate so. Helene nicht zu viel, denn die eigentliche Überraschung wartet ja erst hier in Chemnitz auf sie. Ne? Also eine gute Fahrt. Was sagst du, Roman? Ja, sie weiß es ja noch nicht, dass der kleine Nachteil ist, wir haben jetzt natürlich den Fernseher hier im Auto und jetzt sieht sie sich. Guck mal, winke mal, da ist der Florian. Nein. Okay, okay. Liebe Helene, ich grüße dich, wir freuen uns auf dich. Bis